Tavernengeschichten. Schattenjäger des Sternenlichts. Kapitel 1. Der Fluch von Sternenlicht. In den engen Gassen von Sternenlicht, wo die alten Gemäuer von vergangenen Zeiten zu erzählen schienen, zog Morwain seine dunklen Pläne wie einen unsichtbaren Faden durch das Gewebe der Nacht. Sein Schatten tanzte auf den Mauern der Backsteinhäuser, während er sich lautlos bewegte, auf der Suche nach Sehnen und Mark, um seine morbiden Experimente zu vollenden. Die Stadt Sternenlicht verharrte in friedlicher Unwissenheit, während Morwain, der Meister der Fleischmagie, seine Fühler nach den Unsichtbaren ausstreckte, jenen Menschen, die in den Schatten der Gesellschaft lebten und deren Verschwinden kaum jemand bemerken würde. Seine scharfen Augen suchten nach den perfekten Kandidaten, während er durch die engen Gassen und verlassenen Höfe streifte. Isabella, die Tochter des angesehenen Gardekommandanten, schlenderte durch die belebten Straßen und ahnte nichts von dem drohenden Unheil. Ihr dunkles, gewelltes Haar schimmerte im schwachen Licht der Straßenlaternen, als sie vom Tanzhaus nach Hause ging. Ein sanfter Wind trug das ferne Murmeln der Nacht und das leise Rascheln der Blätter herüber. Morwain beobachtete sie aus den Schatten, seine Augen glühten vor Vorfreude. Die Dunkelheit verhüllte seine furchterregende Gestalt, als er sich leise der jungen Frau näherte. Doch das Schicksal wollte es anders in dieser Nacht. Ein unerwarteter Schatten tauchte auf, ein Wächter, der zu ihrem Schutz seine Runden durch die Gassen drehte. Isabella spürte eine unerklärliche Unruhe und verlangsamte ihren Schritt, als Morwain im letzten Moment zurückwich. Das Spiel der Dunkelheit war vorerst unterbrochen, doch die Jagd hatte gerade erst begonnen. Unfähig, seine Gier zu zügeln, zog sich der Fleischmagier in die Tiefen seiner verborgenen Werkstatt zurück, um seine finsteren Pläne zu schmieden. Das Schicksal des Sternenlichts hing an einem seidenen Faden, während Morwains Schatten sich in den dunklen Winkeln der Stadt versteckte und geduldig darauf wartete, dass die Nacht seinen finsteren Plan wieder erhellte. Kapitel 2. Das Netz zieht sich zusammen. Die Nachricht von Morwains finsteren Absichten verbreitete sich wie ein giftiger Nebel in der Stadt Sternenlicht. In den düsteren Winkeln der Tavernen und auf den überfüllten Marktplätzen flüsterten die Bewohner besorgt über das Unheil, das über ihre geliebte Heimat hereinzubrechen drohte. In dieser Atmosphäre des Misstrauens begann Valerio, der gerissene Schmuggler, sein eigenes Netz aus Fragen und Nachforschungen zu spinnen. Seine Suche nach der Wahrheit führte ihn zu den Schattengestalten der Stadt, zu den Dieben, Bettlern und Scharlatanen, die oft mehr wussten, als sie preisgaben. Valerio begegnete einem alten Alchemisten namens Elric, der in den Wirren der Straßen als wahrer Kenner der dunklen Künste galt. Zwischen Flaschen mit seltsamen Tränken und ominösen Artefakten fand er endlich einen Verbündeten im Kampf gegen Morwain. Währenddessen spürte Isabella die wachsende Unruhe in der Stadt. Das Wissen um die drohende Gefahr veranlasste sie, sich mit den Unsichtbaren zu verbünden, jenen Menschen, die in der Dunkelheit lebten und Morwains Aufmerksamkeit entgangen waren. Gemeinsam planten sie, sich den finsteren Machenschaften des Fleischmagiers entgegenzustellen. Die Stadt selbst schien aufzuatmen, als die Menschen begannen, sich zu organisieren. Im Geheimen bildeten sich Verschwörergruppen und das Netz aus Intrigen und Verrat wuchs. Valerio und Elric führten die Bewegung an, während Isabella mit ihrer Entschlossenheit und ihrer Kenntnis der Stadt den Unsichtbaren eine Stimme verlieh. In stillen Nächten durchstreiften sie die schattigen Gassen, sammelten Informationen und bildeten ein unsichtbares Bollwerk gegen Morwains finstere Pläne. Doch die Zeit arbeitete gegen sie und das Schicksal der Stadt hing an einem seidenen Faden, während sich das Netz aus Intrigen und Widerstand unaufhaltsam weiterspannte. Kapitel 3. Das Finale des Fleischzaubers. Als die Nacht hereinbrach und die Stadt Sternenlicht in Dunkelheit versank, vertiefte Morwain seine finsteren Pläne in einem abgelegenen Versteck. Die Vorbereitungen für sein waghalsiges Ritual erreichten ihren Höhepunkt, während die Schatten der Stadt ein bedrohliches Eigenleben zu führen schienen. In den verlassenen Gassen und dunklen Winkeln lauerte eine gespannte Stille, während die Menschen ahnungslos ihrer nächtlichen Ruhe entgegensahen. Valerio und die Unsichtbaren hatten in den letzten Tagen ein Netz von Spionen und Informanten aufgebaut, um Morwains Bewegungen zu verfolgen. Ein Hauch von Spannung erfüllte die Nachtluft, als sich die Gruppe im Schutz der Dunkelheit auf den Weg zu Morwains Versteck machte. Mit gezückten Waffen und einem Hoffnungsschimmer in den Augen betraten sie das Herz der Finsternis. Isabella,
Gestärkt durch ihre Verbundenheit mit den Unsichtbaren, führte die Gruppe entschlossen an. Ihr Vater, der Wachkommandant, war inzwischen ebenfalls über die dunklen Machenschaften Morvaines informiert worden und schloss sich dem Widerstand an. Gemeinsam schlichen sie sich durch die verlassenen Gassen und näherten sich Morvaines Versteck. In Morvaines dunklem Labor, umgeben von flackernden Kerzen und geheimnisvollen Symbolen, nahm das Ritual seinen Lauf. Seine Augen funkelten unheilvoll, als er versuchte, die Grenzen der Fleischmagie zu durchbrechen. Seine Gestalt verschmolz mit den Schatten, als er versuchte, die Macht des Fleisches in eine dunkle Symphonie zu verwandeln. Die Unsichtbaren und ihre Verbündeten näherten sich lautlos, während Morvaine sich vertiefte. Doch die Schatten der Stadt, angezogen von seiner Magie, erhoben sich gegen die Eindringlinge. Ein Krieg zwischen den Schatten brach aus, als die Mächte der Fleischmagie gegen die Entschlossenheit der Stadt kämpften. Isabella, von Magie durchdrungen, trat mutig vor und entzündete ein Licht, das die Dunkelheit zu durchdringen schien. In diesem Moment vereinte sich die Stadt in einem Akt gemeinsamer Entschlossenheit. Valerio, Elric, die Unsichtbaren und die Wachen, sie alle standen vereint gegen Morvaine. Ein gewaltiger Kampf tobte, als die Kräfte des Fleischmagiers und die Entschlossenheit der Stadt aufeinander prallten. Doch in diesem schicksalhaften Augenblick siegte die Einigkeit über die Finsternis. Morvaine geriet in den Strudel seiner eigenen Fleischmagie, während sich die Stadt Sternenlicht von der Bedrohung befreite. Das Finale der Fleischmagie wurde zum Wendepunkt für die Stadt. In den folgenden Tagen erholte sich Sternenlicht von den Schatten der Vergangenheit. Die Unsichtbaren fanden ihren Platz in der Gemeinschaft und Valerio kehrte mit einem Hauch von Ruhm und Würde in sein Schmugglerleben zurück. Das Kapitel dunkler Versuchungen und bedrohlicher Schatten schloss sich. Das Sternenlicht erstrahlte wieder in vollem Glanz. Und die Erinnerung an die dunklen Tage verblasste, während sich die Stadt auf eine hoffnungsvollere Zukunft vorbereitete.